Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fable 3. In der letzten Folge waren wir ja in Brightwall ein bisschen unterwegs und haben ein paar Immobilien gekauft. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Scheiße, ich weiß gerade den Ort nicht mehr. Ich mag kleine Wände. Werden wir dann gleich sehen, wenn wir dort sind. Langes, dickes Haar. Aber als erstes muss mal dieser blöde Zwerg hier sterben, der hier irgendwo ist. Da oben hängt er. Eure Waffe ist lächerlich. Ihr seid lächerlich. Ach, Powerstone, okay. So, blöder Zwerg. Hier kann man was lesen. Thomas O'Brien schuldet mir immer noch Geld. Arlun Williams, oder war es Steve? Andy Gay, von einer Dämonentür zermalmt. Letzte Worte, ich schwöre, diese Dinge entstehen über Nacht. Carrie Ann Williams hat ihren letzten Kuchen gebacken. Adrian Bennett, er wollte immer im Untergrund leben. Wenigstens ist sein Traum für ein paar Stunden wahr geworden. Ja. Adam Stone liebte seine Katze mehr als das Leben. Das hat er jetzt davon. Aaron Blackwell, ein netter Kerl, der die Leute gerne ins Gesicht trat, wurde deshalb aus dem Paradies verstoßen. Aaron Austin meldete sich freiwillig zum Kannibalen-Grillabend. Oh Gott, ist der blöd. Ja, ich lese das jetzt natürlich nicht alles. Das sind ein paar viele. Das dauert etwas lang. Wobei man hier ja mal durchlaufen könnte. Hier sind bestimmt irgendwo Kisten versteckt. So wie hier. Kreaturenbeschwörungstränke. Gut, dann laufen wir doch mal da hoch. Vielleicht kann man hier irgendeine Gruft noch aufmachen. Vermute ich zwar nicht, aber die da vorne geht auf. Was ist los? Da. Waga. Bam, 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 bam. Warum schlagt ihr euch selbst? Warum schlagt ihr euch selbst? Fress meinen Hammer. Au. Angriff. Ich habe wieder volles Leben, dann gibt's Au. Au. Feuer. Stirb. So. Gucken wir doch mal, was da drin ist. Hallo? Pack die Waffe ein. Wieso kann ich die Tür nicht öffnen? Das ging doch vorhin auch. Das ist aber blöd. Versuchen wir es mal aufzuschießen. Oder da oben rein. Okay, die geht anscheinend doch nicht auf. Dann eben nicht. So, da ist auch nichts. Ein Grabungsort. Wo denn? Au, au, au. Scheiße, Vögel. Los, grab. Grab, du Sau. Und buddel mir wenigstens 1000 Gold aus, sonst gibt's Haue.
Ein Spielzeugschwert. So. Eine Kanone. Wie geil ist das denn? Immer erstmal ein bisschen vorverletzen und dann kann man immer noch drauf. Aua. Ja, wo kommen denn die alle her? Bam. Ah, von der Kiste. Die wollten nicht, dass ich die bekomme. Tja, damit habt ihr Pech gehabt. Vagabundenmantel. Nee, ist nichts für uns. Immer drauf. Gott, sind die hohl. 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 Sind alle hohl. Wir müssen da lang, das heißt, ich gehe erstmal da lang. Ja, wo ist was zum Graben? Na komm, zeig. Na komm, zeig. Muss ich den dann eigentlich immer loben? Weißt du das? Wäre mal ganz interessant. Ein Topaz. Komm mal her. Ich lob dich mal. Ja, die hast du toll gemacht. Ja, ja, die hast du toll gemacht. Was frisst er eigentlich? Ja, okay. Abendrothaus. Wo sind wir denn da jetzt schon wieder hingeraten? Was hast du denn für Probleme? Ja, okay. Bin ich denn schon wieder gelandet? Immer erst die großen Lieder machen, die sind die schwersten. Irgendwie fällt da gar keiner um. Doch, jetzt, der Erste. Wenn die alle vor mir stehen, ist es am einfachsten, weil dann erwische ich mit einem Schlag immer mehr. Bam! Und Finisher! Bam! Wo sind wir denn jetzt? Abendrothaus. Ich glaube, hier sollten wir noch nicht unbedingt hin. Aber wenn wir schon da sind. Naja gut, vielleicht... wir haben hier auf jeden Fall den Wegpunkt. Das heißt, wir können hier schnell hinreisen. Reisen und genau. Machen wir erstmal die Hauptquest weiter. Die schon wieder. Geht mir nicht auf den Sack. Ich hab euch erst gekillt. Oh, es werden immer mehr. Wow. Geht mir nicht auf den Sack. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Fünfzehntausend. Ja, wieder 200 mehr. Was ist denn da oben?
so ist nur so ein Ding. Gut, 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 gut. Was ist denn hier? Eigentlich habe ich keine Lust, mich mit denen aufzuhalten. Das sind einfach mal so viele und es dauert so lange, bis die mal umfallen. Aber okay. Es gibt Gildensiegel, damit können wir unsere Waffe wieder aufmachen. Ayawa, Ganawa, Kawasaki! Honda! Sagt man doch irgendwie immer so, die japanischen Kampfschreie sind einfach immer die Automarken einfach. Komm, lasst mich doch jetzt in Ruhe. Ich will nur looten. Ah, ein Grabungsort. Los, los, Grab. Der ist mir ein bisschen zu langsam. Ein Ehering. Juhu. So, dann mal weiter im Text. Oh, die schon wieder. Ja, Gott. Dann erledige ich euch halt auch wieder. Meine Güte. Ah. Oh, drei Schläge brauche ich, okay. Das ist eine Umwelt. Das könnte einer sein, wäre viel cooler. Der da noch. Oh, und von hinten kommen auch noch ein paar. Verrecke! So weit zurück. Sag mal, wie weit haben wir es denn noch? Was sind wir denn überhaupt? Es steht ja wieder nicht auf der Karte. Ich hasse das. Ein Schatz, zeig. Ach, da. Schon gesehen. Gold. Noch ein Schatz. Ein Schlüssel. Juhu. So, und hier drüben. Solange er nicht bellt, brauche ich da auch nicht reinlaufen. Das ist ja das Gute an dem Hund. Brauche ich nicht alles durchsuchen. So, hier haben wir eine Tür. Aber erstmal graben. Harlekin-Schminke. So, was hat denn die Tür zu sagen? Ihr habt so viele Schlachten gewonnen, aber haben euch all diese Siege wirklich etwas gebracht? Unzählige Verbrecher, Oberhäupter und Generäle vor euch haben Kriege geführt und ihresgleichen niedergemetzelt, bis die Erde ruht war vor Blut. Trotz dieses Blutvergießens werden noch immer aus denselben Gründen Kriege geführt. Die Kämpfe nehmen einfach kein Ende. Jeder Krieg verursacht neue Konflikte. Es wird Kriege geben, solange irgendjemand bereit ist, einen Krieg
zu führen. Es sei denn, ihr tötet die Kriegsführer. Dazu braucht ihr jedoch eine mächtige und verheerende Waffe. Besitzt ihr so etwas vielleicht? Sehen wir doch einfach einmal nach. Oh, diese Waffe hat sicher einiges auf dem Kerbholz. Ja, ganz bestimmt habt ihr damit schon einmal versehentlich eine unschuldige Mücke zerquetscht. Oh, na, oh, oh, also, wenn ihr so weitermacht, weiß ich wirklich nicht. Sacknase. Mir geht es hier um das Ende aller Kriege. Hiermit könnt ihr nicht mal einen anfangen. Ja, ganz toll. Auf jeden Fall habe ich hier noch eine Kiste entdeckt. Die holen wir uns noch schnell und... Naja, schnell ist mal relativ gesagt. Relativ leicht gesagt. Wenn sich da irgendwie nicht wirklich viel bewegt. So. So. Dann Gugu Mama. Ein Smalagd. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns mit Walter hier treffen werden. Und ja, bis dahin. Tschüss.